So. Hallo Welt. Hier ist wieder Gara 023 und 4 mit einer neuen Folge von Let's Play Albion. So, wir stehen jetzt vor dem Tor von Belueno und es geht los. Endlich wieder mit Draufsicht. So, dann schauen wir uns mal an. Ein Weg. Wege sind ja generell. Und es wird Nacht. Tolles Timing. Wege sind ja generell verdächtig, also folge ich mal diesem Weg und eine Sackgasse. Steht da einer? Steine. Ah. Und, man kann nicht über Getreidefelder laufen. Das ist auch nicht so optimal. Ist hier irgendjemand? Nee. Oha. Hallo du. Ein Angriff. Nett. ja doch. Angreifen. 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 Ein bisschen beten. Und verdammt sind die Viecher schnell. Und tot. So. Dann auf den. Ja, aha. Schön. Und noch toter. Und jetzt bekommt Meltas hier Probleme. Nicht schön. Und tot. Jetzt hier lustig Warnjak. Da kommt auch ein Frostsplitter mal zum Einsatz. Runde starten. Der Vorsorge berechnet, würde ich mal sagen. Okay, das Vieh ist tot. Genau. Das heißt, der und der. Also, so richtig schwer ist es eigentlich nicht. Ich nehme ein bisschen Schaden und alles, aber. Tür regelt das schon. Da. So. Der. Ja. Kein Schaden erzielt. Viermal. Oh, der hat überlebt. Das ist ja hier eine ganz neue Mode. Habe ich den? Ja. So. Oh. Und weg ist er. Tja, dann mach's gut. Und der noch? Na? Nö. Na dann. Tschüss. Eine Vanya-Kugel. Moment. Hat es gerade richtig gesehen? Okay, nur das Meld, das nur einsteckt. Der hat keine Rüstung. so. Vanyak. Und es wird dunkel. Juhu. WTF. Das wird unlustig. Und Tom nimmt 4 Schaden. Okay, So. Das war sowieso mein letzter Frostsplitter. Oh Gott, ich bin am Arsch. Okay, Blitzstrahl. Ich will den mal sehen. Angreifen. So. Das Ding hat alle 3 Treffer von Tröhr ausgehalten. Schönen Dank auch. Nett. Schön. Feuerball. Ich muss das Ding irgendwie tot kriegen jetzt. Das ist ja schlimm. Wie viel hält denn das Ding aus? Wirklich unschön. Energie an.
Toll. Meld das, kleiner Feuerball. Runde starten. Oh, na endlich. Die Viecher halten was aus. Das ist so. Oh je, jetzt ist unser Freund aufgetaut. Nein. So. Runde starten. Tja. Das ist auch schön, dass die Weltkarte nur alles angezeigt wird, aber dass dann am Ende Grandier sind. Juhu. So. Tot. Und da habe ich langsam das Gefühl, dass alle bis auf Trüm im Kampf nutzlos sind. Und mir das. So. Und ja, hau ab. Boah. Und schön. Lecker Fleisch. Und meine Ruhe. Gut, meld das. Heilung auf Tröhr. Meld das. Heilung auf Tröhr. So, geheilt. Ja. Da folge ich mal weiter dem Weg hier. Wenn ich ihn wiederfinden würde. Nee. Mhm. Auch nett. ja, südwärts. Und dem Weg folgen. Weil es ja so viel Spaß macht, dem Weg zu folgen hier. Juhu. Und, oh. Komm dir. Komm her. Ein Elsner 2. Das geht ja noch. Ah, die Position gefällt mir gerade nicht so richtig. Das heißt, Trö bewegt sich. Genau. Und Tom bewegt sich. Und ihr knüppelt drauf. Und noch ein paar kleine Feuerbälle. Und ich hoffe, dass ich schnell hinter mich kriege. Danke. So. Überraschend wenig Erfahrung auch bekomme ich von den Dingern. Okay, das ist nicht mehr lustig. So. Hoffen wir mal, dass ich eine Weile keine Kondier mehr treffe. Ah, Weggabelung. Nicht schön. So, kurz gespeichert und wir rasten auch mal, damit die Nacht hier vorbei ist. Bis zum Morgengrauen. Juhu. Also ich gehe jetzt einmal südwärts. Mal schauen, was hier kommt. Noch eine Weggabel. Was? Südwärts. In der Hoffnung, dass Blumen kommen. Juhu. Jetzt hört der Spaß auf. Sackgasse? Nein, ein Felsen. Wie viele Weggabeln gibt es hier? Vor allem die von allen ins Nichts. Noch eine Sackgasse. Sag ich doch. Hier ist absolut nichts. Juhu. Warum dann so viele Wege, die ins Nichts führen? Oder ist hier bei den Felsen irgendwas? Nö. Verdächtig. Das heißt, wieder nordwärts. Ja. Schön Wege laufen. Macht Spaß. Gehen wir mal hier lang. Hey. Samenkörner. Toll. Wie viel? 5. Gut, Syra freut sich. Jetzt kann sie wieder mehr zaubern. Grandia. Warum? Und es ist... Boah! Lecker. Frostsplitter. Der Rest hält sich mal zurück noch.
Genau deswegen. Oh, oh. Unschön. Schnell Frostsplitter auf den markierenden Feuerball. Feuerball. Angreifen. Oh Gott. Bitte meld das, überlebt das. Sei so nett. Tot. Oh, kein Problem. So. Okay, der Kollege durfte auch im nächsten Zug K.O. sein. Das heißt, er schießt euch wieder darauf ein und du machst nichts. Und wir starten. So, sag ich doch. Tot. Und natürlich ging wieder der Bolzen daneben von Melter. Rainer. Aber das kann ich verkraften. Und tot, tot, tot. So, jetzt ihr zwei noch. Na? Nein. Angreifen. Tot. Und wieder mal zeigt sich, wie sinnlos die KI ist. Ich meine, die zwei stärksten Mitglieder der Gruppe sind K.O. und du bist der letzte Überlebende, aber trotzdem kämpfst du noch bis zum Tod. So. Lecker Beute. Keine Monster mehr, das ist schon mal gut. Ich bin mal gespannt, wo mich dieser Weg hier hinführt. An den Berg. Was soll das? Oh, Maniak. Komm her. Boah, natürlich. Warum auch nicht? Bewegen. Haut das hin? Ja. Oh. Das ist jetzt natürlich kompliziert. Was mache ich? Einfrieren. Feuerball. Feuerball. Angreifen. Natürlich ging nur ein Angriff durch von Trier. Au. Und so geht auf den. Ja. Oh je. Wenn Trö jetzt Panik bekommt, habe ich ein Problem. Der ist besiegt. Oh je. Jetzt hat Zyra ein Problem. Feuerball. Komm, stirb. Danke. Zyra ist K.O. Juhu. Tom bewegt sich. Zu spät. So. Tot. Und... Ah, na, danke. Stufe 16 für Trör, auch nicht schlecht. Lecker Beute. Ja, Heilung. Sira. Sira. Trör. Ah, noch mehr Trifferlei-Samenkörner. Und... Ach so, ein Auge. Ja. Ich glaube, ich habe die noch nicht bisher gezeigt. Das heißt... Hier ist eine augenförmige Suppe in den Fels eingelassen. Ich habe die schon ein paar Mal bei meiner Nahostkind-Erkundung gesehen. Die hängen hier einfach so an den Wänden rum. Auf jeder Insel eine bisher.